Hallo und gesegnet zurück zu Sid Meier's Railroads im Weihnachtsspecial und natürlich auch Teil der diesjährigen Weihnachtsspendenaktion Fuse for Water. Wer damit machen möchte, alle Infos dazu sind in der Videobeschreibung. Letztes Mal Silbererz gestartet, bringt uns auch hoffentlich schönes Geld. Und ich habe gesagt, Städte wachsen lassen, alles was mit wachsen lassen zu tun hat, ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen sollte man das möglichst gleich mal angehen. Reading und so weiter und Sacramento, da müssen wir ja eine Bank bauen, das muss auch wachsen. Und Lebensmittel für den zweiten Abschnitt haben wir auch schon geschafft. Aber eben, hier war es, wegen den Analytical Equipment. So, dann werden wir mal indirekt in dem Fall da nach unten verbinden. Ob wir da vielleicht so schön entlang fahren können, genau. Und was können wir denen bieten? Das mal verbunden war eine Aufgabe. Was können wir denen bieten, dass es wächst? Wood Products zum Beispiel. Die wären ja nicht weit weg. Die liefern wir ja im Moment hierhin. Dann Planänderung. Ah, Moment, die liefern wir nicht hierhin, hier werden sie produziert und dann hierhin geliefert. Aber nichtsdestotrotz, Planänderung. Hier laden wir nach wie vor ein, aber wir fahren dann nicht zurück, sondern wir fahren da runter. Umsetzen, ja, das passt. Genau, da warten auch schon 5 mittlerweile. Das heißt, der verdient sich auf jeden Fall auch schon einen besseren Zug, eventuell auch mehr Waggons. Aber für den Start passt es mal. Da werden wir auch, glaube ich, mal upgraden. So, und dann haben die schon ersten Anreiz zu wachsen. Was könnte man ihnen noch liefern? Bier, Lebensmittel, Fleisch. Hier stellen wir Fleisch her, da können wir Fleisch herstellen. Das ist ja, glaube ich, auch eine Aufgabe für später. Genau, Meat. Wie läuft denn das mit dem Fleisch? Das kommt hier vom Viehhof. Und der Viehhof braucht Heu. Und das Heu braucht auch irgendwas. Was ist das? Farm Equipment. Und das wiederum kommt von hier, vom Hafen. Und das tauschen wir hier gegen Wood Products, okay. Beziehungsweise, glaube ich, habe ich da drüben auch noch einen gesehen. Ah, das ist auch. Das ist auch der, den wir sowieso hierhin anschließen müssen. Schaut dann aus mit Lebensmittel. Wir müssen ja auch die Stadt wachsen lassen. Das ist ja das Ziel von dem Equipment. Dann bauen wir schon mal da runter mit hier Zwischenstopp. Und liefern da vielleicht das Getreide hin. Und die Lebensmittel zurück. Ich glaube, da können wir in dem Fall wirklich so ein Dreieck machen, wenn ich es halbwegs gut sehen würde. So, Anbau. So, dann Getreide mal darunter. Lebensmittel hierhin. Ah, falsches Gleis angeschlossen. Hopp, irgendwas weggeklickt, pardon. Passiert leider so schnell. So, also Getreide darunter, Lebensmittel zurück. Dann regen wir das Wachstum von beiden Städten hoffentlich ein bisschen an. Eben Fleisch. Fleisch wäre noch so eine Sache, die man
vielleicht gleich angehen könnten. Weil die Wood Products hätten wir ja da schon in der Nähe. Und die könnte man zu dem Hafen da drüben liefern. Jetzt kaufe ich mal ein paar Aktien zwischendrin. Dann kann ich in der Zwischenzeit überlegen, wie wir es machen. Haben wir sonst noch Städte, die wir anschließen oder wachsen lassen müssen? Das sollte jetzt in Arbeit sein. Da gehen wir gleich schauen, ob das auch passt. Sacramento, genau. Sacramento müssen wir wachsen lassen. Und irgendwas war doch noch Reno, genau. So, der wartet hier auf Ladung. Und liefert es hoffentlich auch nach Alturas. Genau, da dann die Wood Products. Jawohl. Von Susanville. Schauen wir mal, ob das klappt. So, Reno. Wo war Reno? Reno ist da drüben. Ah, die hätten auch einen Fleischbetrieb. Gut, könnte man auch zweimal aufsetzen. Irgendwie hier hin und dann. Gute Frage, wo da. Da unten, da ist ein Heubetrieb, eine Ranch. Und da wäre auch wieder ein Hafen. Ja, okay, kann man beides machen. Sollen wir, ich meine, wir müssen sowieso für das Equipment, müssen wir sowieso mal darüber. Für die Electronics. Und die, da müssen wir hier was holen. Borax, was ist Borax? Bauxit, glaube ich, oder Aluminiumerz. Sonst können wir ja mal mit dem starten. Das müssen wir eben sowieso machen, wie gesagt. So, mal da gleich vernünftig ausbauen. Längster Bahnsteig der Welt. So, bergab. Leicht bergauf. Schaffen wir das auch ohne große Brücke? Ich glaube nicht wirklich. Dann machen wir eine Brücke. So, was haben wir geschafft? Geschwindigkeitsrekord. Ich glaube, da leisten wir uns einen Tunnel. Gemäßigt bergab. Und dann sind wir mal hier. Bringt uns ja noch nichts, weil. Doch, bringt uns schon was. Aber wir müssen erst das Erz holen. Und wenn wir das so schon ein nettes Stückchen Gleis haben, fahren wir da auch ein bisschen parallel. Falls wir einen Stopp machen wollen, da spendieren wir eine Brücke und dann sind wir eh schon da. Da müssen wir nur noch rauf bis zur Mine. Und weg ist das Geld. Aber passt. Ein, zwei Anbauten und dann können wir wenigstens schon mal das hier starten. Da wird sich vermutlich auch ein zweites Gleis lohnen. Aber legen wir mal los mit dem Bauxit. Rest schauen wir dann. So, hoffen wir, dass die Stadt wächst. Sonst müssen wir ein bisschen nachhelfen. Und wo wäre denn Sacramento? Da ganz unten. Die stellen Radios her. Das ist auch eine Aufgabe. Und die Städte wollen auch schon Radios. Aus was macht man Radios? Auch aus so Electronics. Und da war doch irgendwo ein Hafen. Genau, und da haben wir auch wieder Bauxit. Das könnte man direkt starten. Dann kann die Stadt auch ein bisschen wachsen.
Weil wir müssen hier ja eine Bank bauen und wir haben bei einer kleinen Stadt keinen freien Bauplatz. Überlege eben gerade, ob wir da irgendein Gleis nutzen. Da transportieren wir ja dann vermutlich die Komponenten, FNL Post, Passagiere. Ja, würde ich sagen, wieder mal ein eigenes Gleis. Vielleicht durch die Stadt dadurch. Und eben dann nach Sacramento. Ja, machen wir so. Bier haben wir auch geschafft. Weil ich glaube, wir könnten vielleicht auch die Radios. So, Sacramento, connecten war eine Aufgabe. Wir könnten die Radios auch hierhin liefern. Und das Wachstum noch etwas fördern. Genau, heißt, Komponenten kommen dann von da drüben. Was haben wir hier? Ah, Wein. Wein war ja auch eine Aufgabe. Da müssen wir aufpassen, dass wir uns hier den Weg nicht zu sehr abschneiden. Weil, nur so zur Info. Man kann Brücken bauen, aber sie sind super teuer. Also, da geht es so in die, da sieht man es also 30 Millionen und so. Also wirklich mega teuer. So, ab und zu mal Aktien kaufen, dass wir das auch erledigen können. So, und dann brauchen wir dann noch ein zweites Gleis darüber zur Mine. Schauen wir, ob ich irgendwie leicht bergauf gesehen, aber insgesamt geht es vermutlich sowieso rauf. Ah, könnte man auch mit dem Tunnel da reinfahren. Schaut zwar so aus, als würde es gern wollen, dass wir da von oben reinkommen, aber das ist jetzt gerade etwas ungünstig. Dann werden wir das Geld für den Tunnel ausgeben. Nicht billig, aber hoffentlich gut investiertes Geld. Und da müssen wir bald mal wieder eine Runde machen und Züge upgraden. Muss nahe der Industrie platziert werden. Sind wir da nicht nahe der Industrie? Ah, da unten zählt es erst. Genau, und hier zählt das hoffentlich auch. So, dann starten wir das. Ein Zug für die Komponenten hierhin. Und sollen wir gleich einen einplanen für die Radios hierhin. Okay. Heißt, da haben wir das Wachstum ein bisschen angeregt. Hier ja auch. Und sobald das gewachsen ist, können wir dann auch die, was war das, das analytische Equipment darunter transportieren. Und hier könnte man, glaube ich, auch schon loslegen. Mit diesen Electronical Parts. Bisschen früh vielleicht für Electronical Parts, da irgendwie 18, wann auch immer wieder unterwegs sind. Eher, ja, wobei. Electric Parts vielleicht noch, aber Electronical Parts vielleicht ein bisschen sehr früh. Wobei, im Englischen vermutlich eh dasselbe. So, da haben wir schon einen Endbahnhof. Hier machen wir auch noch einen draus. Eben machen wir so eine Upgrade-Runde. Hier lohnt es fast nicht, aber wenigstens mal einen Bahnhof. Wie schaut es da drüben aus? Gut. Werden wir auch upgraden. Susanville ist auch schon gewachsen. Da gibt es immerhin schon einen Bahnhof. Da machen wir auch einen Endbahnhof draus.
Da könnten wir auch. So, Silbererz haben wir geschafft. Da könnte man, glaube ich, auch Postpassagiere, Touristen anhängen. Und schauen, ob das der. Ups. Postpassagiere, Touristen. Schauen, ob das der neueste ist. Nein, dann wird das der neueste. Sonst irgendwo Züge, die man upgraden können. Vermutlich den hier. Der muss relativ weit fahren. Dann hat man ja hier unsere Lebensmittellieferung. Genau. Den können wir auf jeden Fall auch upgraden. Und die Stadt ist mittlerweile auch so weit gewachsen, dass man ein paar Dollar extra mit Post- und Passagiertransport verdienen könnten. Setzen wir noch einen Zug ein. Sehr gut. So, sonst Erz. Vor allem da hinten ist zwar nicht gewachsen, aber wartet immer auf den Zug, der es abholt. Darum auch der sicher mal das beste Modell. Gut, und sonst glaube ich, sollte es ja halbwegs laufen. Das Silber, das könnte eigentlich jetzt schon in die Münze heißt, nicht Minze. Das habe ich Minze gesagt. In die Münze. Also ja, Minting auf Englisch. Und Mint ist ja Minze, aber ja. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, die Münze. Starten wir das auch mal. Wo muss denn die Currency hin? Vermutlich auch in große Städte, oder? Das Gold könnte da auch hin. Wo hat man Gold? Hier hat man Gold. Ja, das ist relativ weiter umständlicher Weg gerade. Man bringt sicher, ups, tonnenweise Geld. Aber wüsste gerade nicht, wie halbwegs vernünftig da runterfahren, ohne dieselben Gleise zu nutzen. Und wenn es nach wie vor eine Kritik gibt an Railroads von mir, ist Signale Katastrophe. Schade, dass das nicht besser gelöst wurde. Man muss so oft einfach ein eigenes Gleis bauen für einen eigenen Zug. Ja, aber hilft nichts. So, gehen wir nochmal schauen. 8 von 10, super, sollte bald erledigt sein. Post sollte auch bald erledigt sein, Passagiere auch. Gut, dann können wir uns jetzt rein auf den letzten Abschnitt konzentrieren. Vor allem, genau, hier müssen wir warten, bis die Stadt wächst. Napa müssen wir noch verbinden. Wein. Weinfrüchte, Meat. Ich glaube, das sind mal die wichtigsten. Reno wachsen lassen. Radio sind wir ja schon dabei. Sacramento sind wir auch dabei. Okay, Aktien kaufen. Also, Wein, Früchte, Meat. Schauen wir mal. Food haben wir geschafft. Weinfrüchte mit da unten war ja Wein. Ich glaube, das könnte man starten. Und vielleicht Sacramento will keinen Wein noch. Also nur die großen Städte wollen Wein. Nehme ich an. Genau, da die oben, die zwei, die sind schon gewachsen. Und müssen wir jetzt aber Wein verliefern. Genau, okay. Das heißt, auch da, Städte müssen wachsen. Wir können es schon mal anstarten, das ja. Ah, Napa ist nicht angeschlossen. Genau, wir haben auch nie einen Bahnhof gebaut. Jetzt aber. Den baue ich auch gleich aus. So, weil hier war ja ein Weingut. Fahren wir mal durch Sacramento, wer weiß.
Das heißt, wenigstens könnte man schon mal anfangen, Trauben liefern. Aber eben, die Stadt muss wachsen oder irgendeine Stadt muss wachsen. Idealerweise natürlich Sacramento. Das muss sowieso wachsen, damit wir eine Bank bauen können. Früchte. Wer will Früchte? Wo gibt es überhaupt Früchte? Hops. Nö, Fruit. Hier gibt's Früchte. Und hier gibt's Früchte. Und, oh, neue Lokomotive. Ah, die mit dem coolen Stangengetriebe. Sehr bekannt. Hier gibt's Früchte und das will offensichtlich auch in die größeren Städte. Ja, da machen wir es uns in dem Fall, glaube ich, einfach. Und schnappen uns da irgendein Gleis. Zack, rauf da. Anbau. Fruchttransport. Und gut ist. Die mal gleich anschauen. Ja, bisschen mehr Leistung. Brauchen wir jetzt für den Fall nicht unbedingt. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir nicht mehr sparen. Geld ist in der Regel, wenn man auf dem Schwierigkeitsgrad spielt. Nächste Aufgabe, sehr schön. Irgendwann kein Problem mehr. Eher ist es eben die Logistik. Eben schafft man es. So, jetzt aber. Schafft man es, die Städte wachsen lassen rechtzeitig? Kommen die Züge rechtzeitig an? Das ist irgendwann die Challenge. Nicht das Geld. Finde ich aber okay. Fühlt sich so ein bisschen passlig an. Okay. Was haben wir noch gesagt? Fleisch und Wein, genau. Also Wein müssen wir ein bisschen warten. Fleisch, genau. Fleisch ist ja eher so ein Aufwand. Und so, wie war das? Wir können ja mal schauen gehen. Miet. Genau, zwei Betriebe. Immer, wir können die Betriebe natürlich bauen. Wieder eine Aufgabe geschafft. Die Passagiere. Wir können einen passenden Betrieb natürlich irgendwo bauen. Aber. Ah, Reno. Reno muss wachsen. Ja gut, dann machen wir das so. Schließen wir Reno an und probieren hier Fleisch herzustellen. Können wir vielleicht da von Susanville aus oder von da drüben aus? Wie lassen wir es denn wachsen, ist die Frage. Also abgesehen von Vieh liefern. Vielleicht Lebensmittel von da oben noch bringen. Was macht der Zug? Der liefert Silber, glaube ich, genau. Dann gute Frage. Ich schließe es einfach mal an. Das ist, glaube ich, der erste gute Schritt. Also, wo war jetzt der Bauernhof? Da drunter. Dann schauen wir eher, dass wir hier. Gut, dann schließe ich es in dem Sinn nicht an, sondern ich baue einfach nur ein Gleis rüber, dass wir hier starten können. Und dann können wir da später immer noch uns umentscheiden. So, wenn wir schon gerade hier sind. Bahnhofs-Upgrade. Gleich aufs Größte. Vergisst man gern. So. Wood Products nach Altura ist erledigt. Sehr schön. So, also gut, bauen wir mal da zu dem Bauernhof. Das ist mal schon kein Problem. Und das Heu, das gibt's hier. Das ist ein gutes Stück. Aber kein Problem. Wie können wir denn da möglichst direkt rüberfahren? Vielleicht hier entlang. Das schaut gut aus. Keine Steigung. Perfekt. Leicht bergauf. Keine Steigung. Und dann sind wir hier sachte bergab.
Und das Heu, das war ja Farm Equipment, das können wir uns hier, glaube ich, holen. Werden wir uns vielleicht mit dem Zug da den Bahnsteig da teilen. Das sollte hoffentlich kein Problem sein. Na, in dem Fall aber. Geschwindigkeit in engen Kurven. Gut, wir können es uns easy leisten. Deswegen nehmen wir es, glaube ich, mit. Machen wir es auch, glaube ich, so. Und hier machen wir es mal so. Müssen wir nicht unbedingt auf volle Ladung immer warten. Oder geht noch ein dritter? Falls noch ein dritter geht, können wir es ein bisschen umbauen und den da überreden, so runterzufahren. Na, lässt er mich gerade nicht. Vielleicht weil er es schon eingeplant hat. Schauen wir dann. Genau, und hier jetzt müssen wir. Wie kommen wir jetzt nochmal zu dem? Ah, genau, mit den Wood Products. Und die würden wir hier herstellen und im Moment liefern wir die die liefern wir nach Reading? Oder wohin liefern wir die gerade? Wollte ich die eigentlich nicht nach Chico liefern, damit es wächst? Ist mittlerweile auch gewachsen, aber vermutlich noch nicht groß genug. Ich sehe mal das analytische Equipment noch nicht. Genau, nach Reading. Okay, ich glaube, ich wollte eigentlich nach Chico, aber ist egal. Im Endeffekt wollen wir hier hin. Schaffen wir es da irgendwie die Seite zu wechseln, eventuell mit einem Tunnel. Weil idealerweise würde ich von hinten gerne ranfahren und nicht schon wieder ein Parallelgleis nutzen. Wobei, das ist jetzt mal nicht stark benutzt. Also ich glaube, wir könnten schon einmal Seite wechseln und dann einfach hier vorbeifahren. Also auf jeden Fall müssen wir vor Reading noch weiter. Das sowieso. Genau. Ja, machen wir es so. Ich glaube, hier schließen wir an. Da kommt ja der Radiozug an. Und dann machen wir es so. Und das schließen wir dann von hinten, glaube ich, hier an, wo der künftig hoffentlich Bauxitzug hält. Puh, gut, machen wir aber nächstes Mal, weil ich sehe gerade, wir sind über der Zeit. Da mache ich es kurz. Morgen geht's weiter. Ich wünsche alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und Baba.